Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, es ist inzwischen wohl stockduster. Da es sonntags kein Update gibt, habe ich dann gleich am Samstag die Folge mal entsprechend vorproduziert. Und wir schauen mal, ob die KI uns entsprechend reinlässt. So. Ich bin gespannt, wo der nächste Fotopunkt ist. Müssen wir mal genau aufs Navi gucken, wo wir hier lang dürfen. Und dann werden wir im Fotomodus sowieso auf den Tag auch gehen müssen, weil nachts ist das blöd. So, wir können natürlich mal am Himmel Ausschau halten. Ich halte einfach mal an, ob wir irgendwo unseren Mond sehen. Da ist er. Nee, ist eine Lampe. Ah, man kann sich ja mal vertun. So wie mit diesem Fotowitz da, ne? Von wegen, ja, ich habe heute eine geile Aufnahme vom Mond gemacht. Und was war's? Das McDonald's-Schild. Man hat nur nicht scharf gestellt. Wisst ihr eigentlich, was mich so ein bisschen nervt? Man kämpft sich mit seinem Kanal so nach oben, gewinnt Abonnent für Abonnent, macht und tut. Und wenn neue DLCs rauskommen, jetzt zum Beispiel wie beim Bausimulator, wer kriegt es? Natürlich die Großen, wer auch wohl sonst? Ich fände es mal ganz schön, wenn solche Unternehmen auch mal, naja, wie soll ich sagen, YouTuber unterstützen würden, die regelmäßig Content bringen, die vielleicht noch nicht so groß sind, aber vielleicht einfach auch eine entsprechend gute Arbeit machen. Ich finde es unheimlich schade. Aber wie hat meine Oma schon immer schon gesagt? Der Esel scheißt immer beim großen Haufen. Und genau so ist es. Ne? Der genug hat, der kriegt immer noch dazu. Muss hier jetzt mal einmal ganz kurz. Oh, jetzt haben wir sie tatsächlich schon doch noch weggekriegt. Perfekt. Ja, und das finde ich halt schade. Nicht immer nur die großen, ja klar, die haben eine größere Reichweite, aber mal ganz ehrlich, wenn ich so schaue, was waren das Landwirtschaftssimulator damals? Das wird dann an einen Papa Platte gegeben, der mit dem Landwirtschaftssimulator so viel zu tun hat wie die Kuh am Sonntag. Ja, anstatt dass man das dort an Spieler gibt, die es auch tatsächlich spielen. Aber was willst du sagen? Das wird sich sowieso nicht ändern. Heute auch wieder eine Umfrage gab von YouTube. Ja, was meint ihr, was YouTube für die Creator so tut? Ja, gar nicht. Immer mehr Regeln, 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 immer mehr Zensur. Aber dass mal wirklich was getan wird, dass mal auch, oder auch, ich sag jetzt mal wirklich eine Anerkennung. Es gibt ja den, ich sag jetzt mal den, ich glaube, der silberne Play-Button. Ist das bei 100.000 oder so? Ich meine, da musste als kleiner Mann auch erstmal hinkommen. Warum macht man nicht auch für die Kleineren, die wirklich ernsthaft dabei sind, so den ersten Button ab 1000? Meinetwegen den papierenden Play-Button. Ja, und dann vielleicht, keine Ahnung, als nächstes einen aus Silberfolie oder sowas. Könnte man doch machen. Was spricht dagegen? Ja, einfach mal so als kleine Anerkennung so, ne? Das ist. Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt hin müssen, was das hier so werden soll, wenn es fertig ist. Finde ich schön, würde man sich auch drüber freuen, ne? Oder was weiß ich, den Button aus Plastik oder so. Oder den roten Button oder keine Ahnung was. Stattdessen werden nach oben utopische Button hingestellt, da keine Ahnung, Platin für 560 Millionen oder so ähnlich. Das kriegst du doch sowieso nie zusammen. Finde ich ein bisschen schade, dass man
eben auch für kleine Leistungen da eine entsprechende Anerkennung mal zeigt, ne? Ich meine, es ist ja nur eine Geste. Es ist ja genauso wie mit Weihnachten. Ich muss ganz ehrlich sagen, so im Alter, so wie ich jetzt bin, da lernt man wirklich Geschenke zu schätzen. Und da ist es aber so, dass man auch nicht mehr guckt auf den Wert, oh, was hat er mir geschenkt, was kostet das wohl? Und nein, man freut sich auch einfach über kleine Sachen. Ich habe schon ein Beispiel, wann war das? Vor 2 Jahren von jemandem eine Weihnachtskarte bekommen. Ich habe mich da mehr drüber gefreut als jedes Geschenk an Weihnachten. Wo wollen wir überhaupt hin? Ach, leck mich. Ich würde sowieso ganz kurz sagen, dass wir mal einmal einen kleinen Abstecher machen. Und uns hier mal kurz umschauen. Ich überlege gerade, ob man eine Runde schlafen soll, weil da vorne, das sieht sehr interessant aus. Machen wir auch, oder? Der Mond ist eh nicht zu sehen gerade. So, hier ist erstmal Firmengelände. So, genau. Können wir hier auch wieder raus? Eieiei. Ja, ich bin mit dem Ding irgendwo. Bin mit dem Teil irgendwo hängen geblieben. Nein, ich würde sagen, wir schlafen tatsächlich mal eine Runde. Und das Lenkrad rubbelt sich hier ein zugange. So, machen wir einfach mal. Wir brauchen es nicht. Aber so kommen wir wieder an Tageslicht. Weil, wie gesagt, den Mond haben wir eh nicht gesehen. Wo müssen wir hier überhaupt raus? Genau, sieht man hier auch mal, ne, das übliche, die übliche Kiesgrube oder Kalkgrube oder was auch immer hier abgebaut wird. Ich hatte nämlich da vorne was gesehen am Eingang. An der Einfahrt vielmehr. Das wollte ich mir mal bei Tageslicht angucken. So sieht's aus. Gell? Entschuldigung, ich habe gerade woanders hingeguckt, deswegen der Ausflug ins Grün. Man könnte auch mal schalten, aber gut. Dann gucken wir uns das mal an hier. Okay. Ah ja. Ich kann zu lange warten, dass die einen rauslassen hier. Nicht mal die Kollegen. Man musste dich brutal vordrängeln, sonst hast du keine Chance hier.
So. Oh, da hätten wir. Wartet mal ganz kurz. Obwohl, wir kommen hier noch wieder zurück, ne? Ja. Müssen wir auf dem Rückweg dran denken. Ja, leicht diesig. Gefällt mir gut. Bin gespannt. Also bis jetzt habe ich den Mond noch nicht zu Gesicht bekommen und ich warte auch irgendwie auf die Wolkenschatten. Wie so ein kleines Abenteuer für sich, ne? Hier bei Nebel. Überholen, aber es hat funktioniert. Ich mag das ja, ne? So 9:31 Uhr, so ein bisschen diesig. Schön die kühle Luft. Hoffentlich, vielleicht. Komisch, ne? Eben kam gar keiner und jetzt hast du wieder die A-Karte. Da ist auch eine Tanke, die können wir auch eben mitnehmen. Das heißt, so ein bisschen antäuschen. Das müsste theoretisch reichen, praktisch aber nicht. Okay. Und hier wahrscheinlich auch nicht. Ne. Ui! Da müssen wir da später nochmal lang. Ist eine Nummer größer, das Ding. So, hier müssen wir raus. Da vorne ist der Fotopunkt. Dann fahren wir irgendwie wieder zurück, glaube ich. Mal gucken, was wir da zu sehen bekommen. Steht im Weg. So, wenn da jetzt irgendwas kommt, hat er Pech gehabt. Die beiden hatten sich gerade lieb, oder? Kann das sein? Was hatte er denn da drauf? Ich konnte jetzt so schnell gar nicht gucken. So, da ist ein Fotopunkt. Was gibt es da zu sehen? Dann fahren wir an der Stelle, genau, dann gucken wir, wie weit es von hier aus ist bis zum nächsten Punkt, den wir gesetzt haben. Bleib jetzt einfach mal hier stehen. Das stört keinen großen Geist. So, Escape. Das ist unsere letzte Aufgabe für heute. Fotostudio, Fotomodus. Fotomodus. Was? Palmsonntagskirche. Ah ja. Das kleine Ding ist also eine Sehenswürdigkeit. Na dann. Naja, weiß ja nicht.
haben sie fotografiert. Wenn wir jetzt einmal auf die Karte gucken, dann sehen wir von hier aus bis zum nächsten Wegepunkt sind es 233 Kilometer. Und ich denke, wir werden, bevor wir hier wieder zurückfahren, werde ich auf jeden Fall, schätze ich mal, Werkstatt anfahren, hier hinten rein. Dann fahren wir wieder zurück. Der Rest, das ist dann halt später irgendwann mal zu machen. So, dann fahren wir die ganze Strecke wieder retour. Dann kriegen wir das hier weg. Dann muss ich mal schauen, ob ich mich darum dann eben kümmere. Hier die Tankstelle logischerweise. Das Stück ist dann weg. Ja, das hier sind so die Sachen. Wir könnten uns die Firma hier angucken. Wir haben ja die Zeit, so ist es ja nicht. Hier gäbe es eventuell eine Garage zu kaufen, da können wir ranfahren. Und Fragezeichen ist da auch. Das können wir eigentlich mal machen. Ich setze mal den Punkt dahin. Zudem sind es 210 Kilometer nur. Dann fahren wir weiter. Dann haben wir hier schon den nächsten Fotopunkt. Und können uns dann hier auch den Ort angucken. Ja, und wie gesagt, andere Dinge mache ich dann später. Hier haben wir dann was frei zu fahren. Dann haben wir hier den dritten Fotopunkt. Jetzt wird es hier wieder zurückgehen, die 4. So, hier mal gucken, was man hier macht. Und ja, ein paar sind es noch. Also insgesamt noch 1719 Kilometer. In diesem Sinne, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dann erstmal. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.